Was geht ab, Leute? Nerdolet Games und willkommen zurück zu Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Wir haben eine Menge Missionen zu tun und ich habe auch bald vor, glaube ich, eine ganze Episode zu machen, wo wir uns mal die ganzen Kassetten anhören, denn das ist wirklich wichtig für die Story, das muss man sich unbedingt reingezogen haben, damit wir auch wissen, was abgeht. Aber wir machen erstmal ein paar Missionen und wir schauen mal, dass wir den Ingenieur da rausbekommen, denn den können wir immer gebrauchen. Wo wollen wir rein? Wir können ein bisschen weiter abseits, wir können aber auch ein bisschen näher. Das ist immer die Frage, ich glaube, wir gehen mal ein bisschen näher. Obwohl sich da eigentlich nicht viel tut. So, natürlich haben wir letztes Mal viel entwickelt. Ich habe bewusst auf die Sniper verzichtet, weil die mir ein bisschen zu viel Krach macht. Ansonsten können wir jetzt alles wunderschön ausspionieren mit unserer wunderschönen Linse. Denn wir können jetzt gucken, in welchem Level sich die Soldaten befinden. Und das ist wirklich sehr praktisch. So, Ausrüstung wählen. Unsere Hauptwaffe. Aber wir können die Sniper als zweite Waffe mitnehmen. Dann tun wir das doch einfach mal. Nebenwaffe ist okay. Da haben wir die neue Pistole. Die ist ein bisschen in der Reichweite erhöht und die hat eine Lampe, das ist wirklich sehr schick. Unterstützungswaffen, C4 natürlich, ist wirklich wichtig, die Leuchtgranate, da können wir den Hubschrauber jederzeit anfordern. Die Nachschubgranate muss auf jeden Fall rein und die Rauchgranate auch, denn damit können wir richtig geniale Sachen machen. Okay, die Phantomzigarre, damit können wir die Zeit natürlich ein bisschen verschnellern und wir haben natürlich auch verschiedene Werkzeuge, die alle bereits ausgerüstet sind. Okay. Begleiter auswählen, haben wir nur D-Horse, das ist okay. Meine Ausrüstung. Ich denke, ich switch mal wieder auf den Kampfanzug. Beziehungsweise ich switche auf den Kampfanzug. Holy shit, ey. Der hat ja wirklich eine ganz dicke Linse da vorne drauf. Nicht schlecht. Das gefällt mir ganz gut. Fahrzeug habe ich noch keine. Ich habe auch keine noch mit dem Photon-Dingen da hochgeknallt. Also haben wir noch nichts. Kriege ich keine Vorschau? Das ist wohl meine Vorschau. Spielt sowieso keine Rolle, was wir nehmen. Ich denke nicht, dass das wirklich eine Rolle spielt in dem Spiel. Wüstenfuchs. Ein bisschen heller, ein bisschen schicker. Haben bisher nur Snake. Da ist auch nichts, was wir fummeln können. Das sieht gut aus. Ja, dann wollen wir mal rein, würde ich sagen. Mission starten. Geh mal gerne am Abend rein. Ist weniger los. Dann wollen wir mal schauen. Bin mir nicht sicher, ob wir erst die ganzen Lager erkunden, die da sind. Wir können natürlich die einnehmen und Ressourcen da finden, auch wenn es nicht wirklich viel ist. Meistens sind nur 2-3 Einheiten. Gerade in der Nacht ist nichts los. Over the fence. Boss, a Soviet engineer is being held prisoner at the Watson Barracks. You need to find him and get him out. He tried to defect from the base camp up north, but it didn't work out. Now they're holding him at Watson. He's offered his technical skills to us as long as we can guarantee his safety. You have to extract the target. Nicht leichter als das. Dürfen wir natürlich nicht killen. Shoya Murata. Das ist natürlich mega geil. D-Horse. Okay, gucken wir mal, wie weit die Sniper schießt, beziehungsweise wie weit wir gucken können. Weiter nicht. Das ist alles, was ich habe an Zoom. Das ist wenig. Ich kann wirklich nicht reinzoomen. Nö. Whatever, das ist wirklich nur eine Standard-Rifle. Holy shit, ich dachte immer, die sind richtig gut. Na gut, der ist ein bisschen besser. Ich glaube, wir krallen uns mal einen davon. Pflanzen. Nehmen wir mal was mit. Alles meins. Alles meins. Das Lustige ist, die können uns richtig gut sehen. Wenn ich hier hinten renne und es ist heller, sehen die mich. Ah, ich hätte gerne eine Sniper-Rifle, die stunt. Vielleicht schaffen wir die Mission ja ungesehen. Und ohne Alarm auszulösen. Das wäre richtig genial. Ich hätte mal richtig Bock auf einen höheren Rang. What the hell, warum kann ich nicht da... Na gut. So, beide gestunt. Natürlich hat sich noch nicht...
das Ganze erhöht, dass sie schneller umkippen. Aber die sollten es nacheinander tun. Dauert halt ein bisschen. Ich finde, wir fallen ganz schön auf, ne, mit der Ausrüstung hier. Aber hey. So, der erste. Und der zweite. Welche von den beiden war denn der bessere? Er oder er? Definitiv er. Und das. Der ist auch ganz okay. Kommt er denn jetzt her? Oh, der ist ziemlich gut, den sollten wir eigentlich schnappen. B ist nicht schlecht. Hä? Warum geht der denn jetzt zurück? Der patrouilliert anscheinend nur. Ich will meinen Schalldämpfer nicht wirklich abnutzen. Oder wenn er mir da hinten umkippt, ist auch nicht gut. Aber hier dürfte eigentlich keiner sein. Also können wir den noch ein bisschen verfolgen. Kippt er endlich um. Fein. So, einen weiteren Kämpfer, der meine Base verteidigen kann. Natürlich werden wir noch nicht angegriffen. Ich weiß gar nicht, wann das kommt. Ich glaube, nur bei der Forward Operating Base. Wenn wir die gegründet haben, dann werden wir auch wahrscheinlich angegriffen. Der sieht auch ziemlich gut aus. Analysis complete. Ne, der hat eigentlich nicht so gute Stats, den kann ich nicht gebrauchen. Nur wie schalten wir effektiv aus? Wie gehen wir effektiv überhaupt rein? Das ist der einzige Zugang, den wir hier gerade haben. Finde ich nicht so toll. Haben wir denn hier? Ressourcen habe ich sogar bereits erhalten. Das heißt, ich war da sogar schon. Aber hier war ich noch nicht. Und da will ich auch hingehen. Und auf. Infiltrieren wir das Camp, machen wir das platt. Ein Soldat. Ein Schaf. Oh, sorry. Ich Idiot, wäre da noch fast reingerannt hier. Ist es tot? Habe ich es betäubt? Oh, ich nehme mal mit, ne? Ein Schaf, lecker. Nee! Mein Schaf. Wenn wir nicht essen, läuft irgendwo auf Motherbase rum. Sorgen wir für ein bisschen Furore. Meine Taktik mit der Rauchgranate. Okay, es sind drei. Zwei könnte ich mit der Rauchgranate locker ausschalten. Drei wird ein bisschen knifflig. Ich könnte auch genauso gut das Licht ausknipsen. Ah, what the hell? Ich habe drei. Gegner vor mir. Sechs Rauchgranaten. Kann ich nicht ein bisschen weiter werfen? Da ist sogar noch einer. Oh, es wird richtig kacke. Analysis complete. Ich meine, wie schaltet man die effektiv aus? Wenn wir uns die ganze Zeit auf unsere Pistole verlassen, ist die ziemlich schnell abgenutzt und der Schalldämpfer ist weg. Wir müssten die, ehrlich gesagt, rauslocken. Das ist leichter gesagt als getan. Wenn ich hier eine Rauchgranate werfe, werden die natürlich da hinten nicht getroffen. So, wenn ich den jetzt betäube, werden alle aufmerksam. Es ist echt scheiße. Gut, machen wir das so. Nachschubsignal haben wir hier. Die Rauchgranate wird jetzt geworfen. Die ich natürlich hier absolut nicht gut werfen kann. Jetzt sind die eh zu weit auseinander. Vorsichtig. Das gibt's nicht. Mann, ich muss noch einiges lernen. Where are your friends? Spit it out. Speak. Ach, Mann.
Auf den Boden mit dir. Und umdrehen. Okay. Na, die dürften alle so ziemlich scheiße sein. Ich habe nur gesagt, er soll die Hände heben und zack bin ich in den Reflexmodus gegangen. Weil er es mitgekriegt hat. Toll. Wunderbar. Wunderbar. So, ich denke, das ist mein Outpost. Die bleiben sowieso jetzt hier so liegen. Schick, nehmen wir noch die Ressourcen mit und dann verpissen wir uns hier. Ha, so weit, so gut. Ah, shit, der Typ, der pennt da noch. Wunderbar, Tier gerettet. So ist es gut. So, oh, ich sehe gerade. Ich kann auch hier lang gehen. Finde ich richtig gut. So, erstmal ein bisschen antreiben. Hier wollen wir runter. Das ist die dicke Base, wo wir waren, ne? Scheiße. Gut, dass ich am Abend hier reingegangen bin. Der war kein guter Kämpfer. Aber der weiß irgendwas, oder? Das ist irgend so ein Fragezeichen. Der muss was wissen. What the hell? Was ist das denn für ein Zeichen? What the... Ich habe keine Ahnung, was das für ein Zeichen sein soll, was hier gerade auch ist. Aber okay. Irgendwelche Informationen, ich weiß es nicht. Da. Anscheinend wichtige Informationen. Intel. Intel. That's fine. Obtained. Analyzing the intel file you picked up. We've got a fix on the target. I've updated your map info. Check it on your iDroid. Ja, ist doch gar nicht mal verkehrt. So, das ist wirklich relativ beschissen bewacht, kann ich nur sagen. Hier guckt keiner auf den Typen hier vorne. Das ist immer wichtig, denn ich habe das Gefühl, die decken sich immer gegenseitig. Kippt einer oben, merkt das der andere und so weiter. Das ist ein Domino-Effekt. Man muss wirklich langsam gehen und die sind so aufmerksam. Speak. Where are your friends? Komm mal mit. Tatsache, der hatte wirklich, wirklich, wirklich Infos. Hoffentlich fängt er nicht an, sich zu wehren. Arsch. Fein. Und auf den Boden mit dir. Okay, wir haben wirklich eine Blaupause gefunden. Das ist nicht schlecht. Das ist ein Sowjetsoldat, den wir gerade gestellt haben. Logisch. Geschützstellung, Geschützstellung. Ist denn das Ding? Allradfahrzeug ist hier. Die werden mir selbst die Soldaten mittlerweile gezeigt. Das ist gut. What the hell? Oh, ich glaube, hier kommt ein Sandsturm auf. Könnten wir zu unserem Vorteil nutzen. Aber ich will wissen, wo der die Blaupause markiert hat. Hier, Bauplan. Schön, wir müssen da hoch. Klettern wir auch da hoch. Anderes will ich hier sowieso nicht. Wir müssen sowieso in die Base, runter in die Zelle. 100 pro. Ich finde es ja toll, dass The Phantom Pain wirklich so groß ist. Nur ein Problem, was ich mit dem Spiel habe, ist wirklich, dass ich viel wiederholt sich einfach. Das nervt. Hol den raus, kill den, mach dies und das. Story wird leider hier nicht so in den Vordergrund gestellt. Absolut wenige Konversationen. Das, was Metal Gear eigentlich so ausmacht, ist gar nicht so vorhanden. Gameplay ist aber geil. Holy fuck, ich sehe gar nichts mehr.
Wäre jetzt lustig, wenn hier oben einer stehen würde. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin. Holy shit, ey. Da bin ich. Okay. Analysis complete. Ziemlich guter Kämpfer für C, das ist gar nicht mal so schlecht. Analysis complete. Man, ist es wirklich wichtig, diese Treibstoffdinger mitzunehmen? Biologisches Material, ich weiß gar nicht, wofür ich das verwenden kann. Um Waffen herzustellen, Logo. Haben wir sonst? Das ist ja schwach bewacht. Da war ja in der anderen Mission viel mehr los. Wir müssen aber auch bedenken, es ist gerade Nacht. Wir sind am Abend eingestiegen, das verschafft uns eine Menge, Menge Zeit. So, der Bauplan sollte hier irgendwo drin sein. War mir klar, dass hier auch einer ist. Das war mir klar. Ist noch niemand mal drin. Frechheit. Haben die mich jetzt gehört oder was? So, noch mehr Krach machen zur Sicherheit. Ach du Scheiße, die kommen genau hier hin. Der ist wirklich hier reingegangen. Jetzt müsste man durch das Fenster springen und den ausknipsen. Wäre das nicht episch? Was gibt's denn? Da ist noch einer reingekommen. Gut. Reflex hat mir wieder den Arsch gerettet. Es ist schwer. Es ist wirklich schwer. Aber wir haben den gesehen. Also was eigentlich auch klar ist, der reinkommt. Ein Spezialist. Schön. Oh, du hast mir eine Menge Infos gegeben. Du bist nett. Deine Fähigkeiten? Ja, bescheiden. Obwohl, leg dich einfach hin. Schnell, bevor der Typ sich da hinten umdreht, ey. Und Kick! Sag was. Talk. Where are your friends? The map has been updated. Fein, mega fein. Der Spezialist, wo haben wir den? Anradfahrzeug, hier ist nichts, da ist nichts. Sowjetsoldat, der muss auch hier drin sein. Bauplan. Der ist unser Spezialist. Das ist genau der Typ, der mitten in der Basis steht, meine ich. Ungefähr. Okay, ich würde sagen, wir checken die Situation. Auf geht's.